Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne hier ein, wie ihr gut erkennen könnt, ein Standventilator zeigen vom Hersteller One Concept. Wie ihr vielleicht auch auf den ersten Blick erkennt, ist das hier in Edelstahloptik. Sieht also sehr schick und modern aus. Gehen einfach mal von unten ran. Ihr seht, das ist hier ein großer Standfuß. Unten drunter ist ein Gewicht angebracht, damit es eine bessere Stabilität hat. Und hier auch am Rand eine kleine Gummierung, so damit man vielleicht empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt und verletzt. Dann gehen wir langsam weiter hoch. Hier habt ihr eine Drehschraube, damit ihr die Höhe einstellen könnt. Und ja, das sind hier dann die Ventilatoren, also die Propeller. Einer, der ist aus Kunststoff und leicht bläulich. Und das Ganze kommt auch nicht zusammengebaut an, das müsst ihr selber zusammenbauen. Aber es ist zu schaffen. Es ist eine Explosionsskizze, sage ich mal, in der Bedienungsanleitung mit drin, wo ihr dann erkennen könnt, was wie wohin kommt. Hier habt ihr auch einen Griff, womit ihr das dann bewegen könnt, das Ganze. Und wie auch üblich habt ihr hier den Knopf, damit der Ventilator entweder steht oder sich auch weiter dreht. Das ist der Motor. Ihr seht hier auch, ihr habt hier drei Stufen, die ihr einstellen könnt. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten das Ding einfach mal auf die erste Stufe. Der dreht sich jetzt. Ich tue den mal hier stoppen. So. Er macht schon auf der ersten Stufe einen starken Wind. Das ist auch nicht sonderlich laut, wie ich finde. Jetzt machen wir einfach mal eine Stufe weiter. Jetzt wird er schon ein bisschen lauter, aber dafür auch viel windiger. Wie ihr seht, zieht er hier auch schon fast schon die Vorhänge zu sich. Irgendwo muss die Puste herkommen. So, jetzt sind wir auf der stärksten Stufe. Das ist natürlich auch etwas lauter. Aber er arbeitet trotzdem ziemlich ruhig, wie ich finde. Ja, insgesamt ein schicker Standfuß-Ventilator hier, den One Concept hier hergestellt hat. Und ist man ideal gewappnet für die Sommerzeit, die bald kommt. Und für die passende Abkühlung sorgt dann der Ventilator oder auch ein kühles Getränk noch dazu. Ja, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck davon bekommen. Und schaltet auch wieder beim nächsten Video von mir ein. Bis dahin. Ciao, Leute.